Mit einem 2:0 Heimsieg gegen Freiburg verabschiedet sich die TSG 1899 Hoffenheim in die Winterpause. Wir hatten nach dem Spiel noch Friederike Abt, Leonie Pankratz und Christine Dehmann beim Interview. Wünscht uns Sieg. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erst als wir noch ein bisschen zerfahren bei uns. Wir waren ein bisschen tiefer, wollten eigentlich früh pressen, haben aber nicht den Zugriff bekommen und sind dann wieder ein bisschen zu tief gestanden. Hatten wenig Entlastung, weil wir viele Bälle vorne schnell wieder vergeben haben. Ja, zweite Halbzeit haben wir dann versucht, den Ball besser laufen zu lassen und sind dann wie letzte Woche wieder glücklich durch ein Standardtor in Führung gegangen. Haben aber insgesamt, glaube ich, von Freiburg wenig klare Torschancen zugelassen, bis dann zum Schluss, wo Freiburg nochmal alles nach vorne geworfen hat. Und das 2:0 zum Schluss war dann natürlich die Befreiung dann zum Schluss. Das ist aufgefallen, die letzte paar Wochen, du wirkst schon die ganze Zeit ziemlich souverän hinten drin, da wird kein Ball blind rausgehauen und versuchst immer konstruktiv sofort den Spielaufbau wieder einzuleiten. Woher kommt die Coolness? Ich glaube, die kommt einfach mit den Spielen. Umso mehr Spiele man macht, desto mehr Sicherheit kriegt man. Und ich versuche möglichst schon, wenn der Gegner hoch aufgerückt ist, eine Reihe zu überspielen, dass wir schnell in den Konter kommen. Und ja, manchmal klappt es gut, manchmal schlecht. Ich glaube, heute hat es ganz gut geklappt und ich versuche weiter daran zu arbeiten. Das war ein wunderbarer Abschluss vor Weihnachten. Ich denke, so kann man jetzt in die Weihnachtsfeiertage gehen, oder? Ja, absolut. Mit den Punkten stehen wir jetzt sehr gut da. Ich glaube, sechster Platz, habe ich gehört, sind wir jetzt. 3 Punkte zum Abschluss, natürlich immer noch mal schön. Und ich glaube, da haben wir uns jetzt die Pause auch verdient. Wir müssen sagen, wir haben heute keinen Schönheitspreis gewonnen, aber wir haben eindeutig effektiver gespielt. Wir haben das 1:0 auf Standard gemacht, was wir auch so eigentlich nicht trainiert haben. Also ich bin normalerweise im Hinterraum. War schön, dass er dann auf meinen Kopf kommt und ich noch optimal treffe. Und ja, das 2:0 war dann einfach das K.O. Und ich muss sagen, Freiburg hat in der zweiten Halbzeit vor allem mehr auf das Spiel investiert. Wir haben es aber einfach cleverer gespielt. Es war jetzt dein drittes Spiel wieder seit deiner Verletzung. Er ist mit dem Tor gleich zurückgekommen. Wie waren die 3 Spiele jetzt? Wie bewertest du das? Ja, es war natürlich schön, jetzt noch 3 Spiele vor der Winterpause zu machen. Wir haben aus den 3 Spielen auch 6 Punkte geholt. War natürlich ein super Erfolg für uns. Und jetzt vor der Winterpause nochmal 3 Punkte einzufahren gegen direkten Konkurrenten, ist natürlich auch schön. Ich denke, jetzt nach hinten hat man sich jetzt auch richtig viel Luft schon verschafft. Köln, Bremen ja unentschieden gespielt. Im Normalfall sollte man jetzt mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben, oder? Ja, also wir haben jetzt 18 Punkte auf dem Konto, ist auf jeden Fall eine gute Ausbeute. Dennoch gucken wir weiter, dass wir unsere Spiele gewinnen. Und es sind immer noch genug Spiele zu spielen und es kann immer noch eng werden. Und wir schauen einfach, dass wir die Punkte einfahren. Wie verbringst du jetzt die Weihnachtsfeiertage, das neue Jahr? Ja, also natürlich erstmal mit der Familie und dann noch eine Woche mit der anderen Familie in Spanien. Zwei ganz voran am Ende noch den Sieg mehr oder weniger festgehalten. Sehr gutes Spiel von dir, oder? Ja, ich glaube, das war ein ganz gutes Spiel heute, aber ich muss auch der Mannschaft ein Kompliment machen. Williams auch sehr gut gemacht und ich glaube, das war heute eine geschlossene Mannschaftsleistung. Sag noch, beschreib die Paraden noch kurz irgendwie, wie bist du da noch rangekommen? Das waren ja zweimal wirklich unheimliche Reflexe. Bei der Ecke habe ich gesehen, dass der Ball halt durch den Strafraum geht und am zweiten Pfosten stand dann jemand, der halt draufgeschossen hat. Ich konnte mit meinem Fußreflex noch den Ball abwehren und habe ihn dann glücklicherweise direkt in die Hände bekommen. Das war ja ein bisschen glücklich, aber an dem Tag hat einfach alles gepasst und da passiert halt sowas auch mal. Und das zweite Ding, auch wieder ein Fußreflex. Ich bin lange stehen geblieben und ja, habe ihn dann halten können. Es war ein wunderbarer Abschluss, denke ich, für Weihnachten. So kann man jetzt in die Feiertage gehen. Wie verbringst du jetzt Weihnachten? Start ins neue Jahr? Ich muss jetzt erst nochmal in die Uni und dann fahre ich nach Hause zu meinen Eltern und meinen Freunden. Die Weihnachtstage werde ich dann auch zu Hause verbringen, Silvester auch mit Freunden und dann geht's nächstes Jahr wieder neu los.